Ein Abend in der Bar mit ein paar Bierchen könnte so gemütlich sein, wäre da nicht folgendes Problem. Sobald man einmal Pipi machen war, hängt man in einem Pipi-Loop, in dem man alle 15 bis 20 Minuten aufs Klo muss. Deswegen sollte man seinen ersten Toilettengang auch so weit wie möglich nach hinten verschieben. So sagen es mir zumindest meine alkoholtrinkenden Freunde. Ich bin der Sache mal auf den Grund gegangen. Alles ist cool, bis man den ersten Toilettengang des Abends antritt und zack, ist man drin im Neverending Pipi-Dilemma. So gibt es Biertrinkerregeln wie nie schon nach dem ersten Bier pinkeln gehen. Sonst ist der Abend ja direkt gelaufen. Ist das so? Liebe Alkoholtrinker, hier ist, was Alkohol mit eurem Körper bzw. mit euren Nieren anstellt. Unser Gehirn produziert ein Hormon namens antidiuretisches Hormon, kurz ADH. Und dieses ADH reguliert Teile unserer Nierenfunktion. Unsere Nieren sind die Wasserfilter unseres Körpers. Sie filtern Abfallprodukte ab, die dann an die Blase weitergeleitet werden, wo sie dann durch den Urin ausgeschieden werden. Gleichzeitig geben die Nieren auch nützliche Sachen wieder an den Körper zurück. Darunter auch einige Mengen an Wasser, die der Körper braucht. Dieses Zurückgeben wird durch das Hormon ADH reguliert. Alkohol sorgt jetzt dafür, dass kein ADH mehr produziert wird. Und das hat zur Folge, dass jetzt der komplette Niereninhalt mit dem ganzen Wasser, das die Nieren sonst an den Körper zurückgeben würden, an die Blase weitergeleitet wird, wo es dann ausgeschieden werden muss. Deswegen ist Alkoholpipi auch meistens so klar, weil es so verdünnt ist. Darüber hinaus wirkt Alkohol bei manchen Menschen irritierend auf die Blase, sodass bei ihnen ein Gefühl einer vollen Blase entsteht, selbst wenn das noch nicht der Fall ist. Okay. Dass man aber in diesen Klo-Marathon erst mit seinem ersten Wasserlassen hineingerät, ist reine Wahrnehmungssache. It's all in your head. Es ist zwar schon so, dass es ein paar Minuten dauert, bis der Alkohol das ganze ADH vernichtet hat, aber im Prinzip beginnt diese ganze Harntragen-Misere in dem Moment, in dem ihr euer erstes Bier trinkt. Und ihr kommt auch nur aus dem Dilemma wieder raus, indem ihr aufhört zu trinken, damit sich euer ADH wieder nachbilden kann. Das heißt, egal ob ihr euren Harntrang so lange wie möglich unterdrückt oder ob ihr aufs Klo geht, wann immer ihr euch danach fühlt, das Urinvolumen wäre in beiden Fällen dasselbe. Deswegen nach dem Saufen immer genug Wasser trinken, weil euer Körper dehydriert ist. Währenddessen Wasser trinken bringt natürlich nichts, weil es euch nur noch mehr Klogänge beschert oder auch mal ein alkoholfreies Bier. Schön schlau. Damit wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gut, dass dieses 2016 bald vorbei ist. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Feiert schön und trinkt nicht so viel. Eure Mama Mai.